Hallöchen, Popöchen. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Lies of P. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Letzte Folge haben wir ein paar Pünktchen ausgegeben, haben ja mit allen gequatscht, mit denen wir quatschen sollten. Und jetzt geht's weiter. Wir gehen zum Estella Opernhaus. Ich weiß nicht warum, aber wir sollen dahin und das machen wir auch. Da gibt's irgendwo eine Schallplatte. Verstehst du? Ja. Aber warum gibt's hier irgendwo eine Schallplatte? Ah. Ich weiß. Bing, bing. Wer schreibt mir denn jetzt? Wo? Warte mal. Ich glaube, ich weiß wo. Nee. Hä? Doch, da. Huch! Hey, ich bin gerade am gucken, wer mir schreibt, du hohle Nuss. So, warte mal. War die Alte denn? Ich suche gerade die... Die Frau da. Ah! Mit dir wollte ich doch gar nicht spielen. Ah! Das war eindeutig der falsche Weg. Du spinnst. Schönen guten Tag. Bitches. Bin ich denn so... Hä? Bin ich denn so auch aufgeregt? Ah, andere Seite. Oh, jetzt haben wir die falsche Seite geklärt, ey. Da klären wir noch einer die Klöten. Ich erinnere mich. Da oben war's. Und jetzt wisst ihr, was wir machen. Geh jetzt mal hier runter. Da hat die nämlich keine Kontrolle mehr über die. Na kommt. Hier kann die euch nämlich nicht kontrollieren, versteht ihr? Ja, ja, ja. Seht ihr, seht ihr. Schon kopflos hier. So. Und hier war die Dame doch. Oh. Erinnerst du dich an den Moment, in dem du dich verliebt hast? Der Moment, in dem ihr die einzigen beiden Menschen auf der Welt wart? Dieser wunderbare, magische Moment, in dem all deine Traurigkeit vergessen war? Eine himmlische Stimme, die Krat repräsentiert. Ein Geschenk der roten Schauspielerin Adelina Corday an dich. Faszination. Faszination.
Waschina schon. Waschina schon. Hey, sehen Sie sich das an? Sie haben mal Folge freigeschaltet. So. Jetzt habe ich wieder die Doku ausgerüstet. Wollte ich ja nicht. Gut. Lorenzini-Arkaden. Da wollten wir hin, denn jetzt können wir in die obere Etage. Die obere Etage können wir jetzt. Achtung, Achtung. Genau, da können wir jetzt lang. Na, hier kommen wir jetzt ein paar aus dem Fenster in die Jump, ne? Geht's euch gut? Ich will, ey. Also, die Taste blocken gibt es. Ich habe sie auch gedrückt, aber es passiert nichts. Bin ich tatsächlich ein bisschen verwirrt. Okay. Kadaverkörperflüssigkeitenflasche. What? So, wir gehen jetzt nach oben. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so finden. Ich erinnere mich echt so doll an The Last of Us, ne? Was haben wir hier? Weg mit dir! So, da drüben liegt was. Ah ja. Hab leider nichts zum Werfen. Also da geht's einfach nur direkt runter. Aber ich glaube, hier lag was, ne? Hab ich das gerade richtig gesehen? Nee. Aua! Mein Gott! Blöde Kuh. Wir sind diese Dinger an den Decken. Da müssen wir aufpassen, ein bisschen. Da kam ein Gegner raus! What the fuck? Da hinten liegt noch was, und da liegt noch was. Komm her jetzt.
voll jemand gekloppt. Okay. Hier scheint jetzt irgendwo ein Schmetterling aufzutauchen. Oh. Ey. Was machst du nicht mit mir, Freundchen? Halbmondstein. Jenseits vom Riss. Töte alle Arten von dimensionalen Schmetterlingen. Ja, aber mit Sicherheit tun wir das. Oh Gott, die klopft mich jetzt hier schön in die Ecke. Mädchen, lass mich mal hier raus. Ich kann nicht hauen, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Huch. Ich merke gerade, dass ich auf Toilette muss. Das ist doch schlecht, ja, ne? Da hinten waren wir jetzt gucken. Da unten scheint noch ordentlich was zu sein, weil da brüllt was rum. Hm. Komm ich denn da hin? Okay. Freundchen, Freundchen, ich mach kurz Pause, ich muss kacka. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück und weiter geht's. So, da kamen wir jetzt nirgendwo hin. Und jetzt müssen wir da runter. Mhm. Komm du mal hoch, mein Freund. Schon Ende. Wieder den hier. Habe ich einen Trank genommen für nichts eigentlich. Ah, den Exploit noch hier raus. Lada, ein Autorahmen hier, ey. Der da. Gewicht, aber um einiges mehr Resistenz und wir sind schon schwer. Hm.
sind ja schon etwas schwer, so also wir werden es eh nicht besser hinkriegen als jetzt. Dann nehmen wir es auch mit. Schwer sind wir sowieso schon. Ich glaube, da liegt eine Puppe, ne? Im Schnaps. Nee. Aber ich glaube, hier liegen ein paar Püppchen. Ich trau dem Jansen hier nicht. War. Ist das hier der Weinkeller, wo ich den Wein finden sollte? Hier wäre überall Wein. Das ist doch garantiert hier, wo ich den Wein finden sollte für die alte Dame, oder? Die wollte Wein und ich bin mir sicher, es ist hier. Kann sein, dass ich gleich nochmal zurückgehe, Freunde. So dunkel hier. Konzert des Monat Wohlfahrt Hauses. Sie alle sind zu dem Konzert im Monat Wohlfahrthaus eingeladen. Wir beten für eine erfolgreiche Eröffnung der Ausstellung. Dem vom Monat Wohlfahrthaus geförderten Kinder übergeben Ihnen allen eine Botschaft der Liebe und Hoffnung. Versäumen Sie nicht die Chance der ungeduldigsten Vorstellung, der unschuldigsten Vorstellung in ganz Grad beizuwohnen. Datum, bla bla, Ort. Zentralplatz, gesponsert von Lady Isabel und Sophia M. Alle Erlöse aus der Aufführung kommen unserem wenigen glücklichen Nachbarn zugute. Aha. Komm mal, Dickerchen. Ich sage, ich habe immer Angst, dass die explodieren, ne? Jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay, wir sind jetzt auf der Rückseite hiervon. Ja, nö, lass mal. Das sieht da nicht gesund aus. Also das ist der Weg ins Obergeschoss und ich bin jetzt erst an... Och nö. Ich weiß, dass bei dem das nichts bringt, aber
kommt er denn jetzt? Ah, er hat sich verbuggt. Oh Gott, und der kriegt gar keinen Schaden. Und da kommt noch einer. Aber bei dem muss man, glaube ich, nur vorsichtig sein. Okay, also den Dicken haben wir jetzt relativ easy weggekriegt. Na, komm her, Junge. Ich versuche mein Bestes, dich auch platt zu kriegen. Komm, Jung! Was wird das jetzt hier? Rückwärtskampf. Ja. Aua. Ich habe einfach nicht genug Leben für so eine Scheiße jetzt, ne? Also hyper vorsichtig sein muss, ne? Da oben steckt noch einer drin, oder? Nee. Ich bin jetzt trotzdem hyper vorsichtig gerade. Weil ein Hit bedeutet für uns ein Tod. Ein Hit bedeutet für uns ein Tod. Und das wollen wir nicht. Okay.
Jetzt läuft's gut. Wie gesagt, wir dürfen uns jetzt nur nicht von irgendwas hinten lassen. Da oben hängt noch so ein Ding. Hoffen, dass hier nichts ist. Man sieht halt auch einfach nichts, das ist das Problem, ne? Warte mal. Kann ich dir anmachen hier, da sehe ich ja was. Schaltet einen Shortcut frei. Weiß nicht wohin. Skandaral 5, die Tragödie hinter der Extravaganz. Es gibt nur wenige Bücher von Krat, die nicht wissen, wer 5 ist. Der Kronprinz der High Society, der Mann, der im Alter von 18 auf den Gedanken zum großen Bund der automatischen Puppen kam und die besten Produktionsfirma aufbaute. Der Mann, der immer schick und einen leidenschaftlich gerne Menschen zum Lachen bringt. Wegen Venini wahrscheinlich, ist der meistgehasste, also V, geliebte Mann in Krat, aber seine unschuldige Leidenschaft macht sogar seine Feinde gefühlsduseliger. Aber die wenigsten wissen, welche Tragödie er in seiner Jugend erlebt hat. Der wahre Grund für den Tod von Vies Eltern wurden vertuscht. Offiziell wurden sie bei einem Überfall Opfer eines Mordes. Obwohl Vie in seiner Jugend eine solche Tragödie erlebt hatte, wuchs er mit einer fröhlichen Persönlichkeit auf und wurde zu einer wohlbekannten Person, auf die alle Eltern stolz wären. Doch niemand weiß, dass Vie heimlich jedes Jahr den Fallbericht beantragt und dass sein Antrag ständig abgelehnt wird. Zu der Zeit gab es viele Theorien über die Tragödie und das ist bekannt, dass die Meisterwerkstatt, dass die Werkstatt und die Alchemisten bei der Ermittlung Druck ausgeübt haben. Die interessante Annahme ist, dass der Mörder kein Mensch ist. Sollte das die Wahrheit entsprechen, dann erklärt es die Werkstatt und die Verdächtige versuchen, die Alchemisten, sie zu verbergen. Es erklärt auch, dass Vie seit kleiner Jugend von Erfindungen und Erfolg besessen war. Darin liegt die Wahrheit der Tragödie von Krat. Selbst Vie, der reichste und einflussreichste Mann in ganz Krat, kommt nicht an ihre Macht heran. Andererseits beinhaltet diese Tatsache auch eine weitere Wahrheit. Ist es dir aufgefallen? Die staatliche Zensur hindert mich daran, es zu schreiben, aber als Schriftsteller bin ich neugierig, ob die Menschen bereit sind, die Wahrheit zu akzeptieren. Die Wahrheit, dass es einen Mörder aus Stahl gibt, der unter uns wandelt. Vielleicht ist unsere Welt von Krat doch kein so sicherer Ort. Okay, ey, wir dürfen nicht mehr gehittet werden, ne? Wir haben wirklich nur den einen Versuch. Und ich weiß gerade nicht, vielleicht sollten wir mal gucken, wo der Shortcut hinführt. Ey, wir sind direkt am Stargazer. Na, das ist doch jetzt wunderschön. Dann kommen wir auch hier lang rein. Sollen sie alle wieder da sein, das ist mir egal. Oh, der Händler. Schlüssel für die Untergrundpassage. Who are you? A lost visitor? You look like a stalker. I figured you were all dead. No offense. Stalker, visitor, looter, I don't care. Just. Okay, ich kaufe ja schon, was ich brauche. Oh. Oh. Wird den Widerstand gegen Störung, Schock und Brechen.
Fortschritt. Stumpfe Waffe. Klingt nicht gut für mich. Wo öffnet das jetzt die Tür? Ach ja, hier. Kommt der hier rein? Ne, scheinbar nicht. Wo war denn jetzt nochmal der Schlüssel zum Untergrund? Da muss ich da lang wieder, ne? Verrückt, so eine Zwischenpassage hier freigeschaltet zu haben. Muss ich wieder da lang? Oder war das der Untergrund? Oh, nee, aua, das ist ganz was anderes. Warte mal. Der Untergrund, da musste ich da lang, dann war ich unten. Nee, da ging es hoch und da kam nämlich der Untergrundteil. Ja, dann prügeln wir uns hier jetzt nochmal durch, so halb so wild. Ich überlege gerade, ob ich... So. Hier war nämlich irgendwo dieser Raum, wo man den Schlüssel brauchte. Genau, da kam jetzt erstmal er hier. Wingard, Leova, Eliviosa. Ja, ja, da unten war es auch. Perfekt timen. Wie viel EP kriegt man für den? 116, okay. Da war die Tür, ne? Oder dahinter? Nicht so? Da kommt die zweite her, okay. Na, bis jetzt lachen wir es doch gut. Also ich mag einfach diesen, ne, schön slow und steady Modus, schön vorsichtig vorgehen. Das ist so einfach mein Playstyle. Ich glaube, der ist auch vollkommen in Ordnung. Es gibt ja Leute, die Dauersprinten. Habe ich gehört. Nee, jetzt bin ich falsch. Hier war nämlich nur die olle Puppe. Irgendwo hier war doch der Weg nach zum Untergrund. Mich wieder hier rum, ne? Das heißt, ich muss wieder gegen den Dicken kämpfen. Kann das sein? Nö, der ist weg. Okay.
Hä, bin ich doof? War das nicht hier? Hier ist doch garantiert auch irgendwo die Weinflasche, oder? Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue, wenn ich ums Becken kann. Ich weiß nicht, wo die Weinflasche ist. Hier war's. Kommt die auch hier hin, oder? Die wirft jetzt nur, ne? Ziemlich sicher, dass hier noch andere sind. Aha, okay. Und wenn man da reinrennt, bist du von Verfall getroffen. Wir brauchen mehr von diesen Zahnrädern. Schade, dass man die nicht einfach so herstellen kann oder so. Weißt du, wie ich meine? Oha! Okay, der respawnt. Okay. Du jetzt da rein, um Mistvieh. Ihr dürft gerne herkommen, aber solange wie ich das jetzt auf mir habe. Versuchen wir erstmal den Status wegzubekommen. Entschuldigung. Da hinten ist einfach nur noch ein. Ich warte jetzt, bis der wiederkommt. Und wenn der wiederkommt, haue ich den direkt kaputt und dann mache ich den platt. Übrigens fällt mir gerade auf. Wir müssen noch zwei Tode hinzufügen, ne? Wir haben noch zwei Tode. So. Jetzt müssen wir erstmal Verfall abwarten. Das
spawnt auch echt schnell, ne? So, und... Ready, steady, go. Da ist noch ein Schmetterling. Okay, ich bin weg. Ach du Scheiße, okay. Bin gerade eben Verfallsmodus, von daher. Boah, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Nicht, wir wissen, was da hinten ist, aber ich weiß jetzt schon, dass das meinen Tod bedeutet. Um mich dann hier wieder durchzuprügeln. Bin schon wieder auf Verfall. Was? Wirklich Lack gehabt jetzt, ohne Witz. Meiner Meinung nach nur Lack. War jetzt gerade nichts mit Skill dabei. Aha. Man kann also da vorne einen Shortcut freischalten. Wenn man nicht ganz plemm ist. Ja, lass ihn mal kommen, dann kann ich das Ding hier wegkloppen und dann wieder respawnt. Nein. Oh, ganz knapp, Freunde. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Oh, hier schalten wir den Shortcut frei. Hier dürften jetzt links die Dicken sein, ne? Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Das ist echt schwer, die Übersicht zu behalten, wo man wo gerade ist. Also die Map ist richtig geil gemacht, also wirklich Dark Souls in Perfektion nachgemacht, vom Design her. Aber es ist so schwer, das irgendwie im Kopf zu behalten. Entschuldigung. Ich habe mich ein bisschen erschrocken wegen dem Typen gerade. Gucken wir erstmal vorne weiter, bevor wir hochgehen. Alter Schwede, ey. Ekelhaft. Okay, wir gehen jetzt hier reingucken. Ich weiß gar nicht, welche ich aufgehoben habe. Ich habe nicht geguckt. Die sind über mir.
Die größte Show der Welt kommt. Die größte Show der Welt kommt nach Krat und lässt ihr Herz höher schlagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir präsentieren die große Ausstellung von Krat, der Stadt von morgen, dem Zentrum des neuen Zeitalters. Modernste Maschinen, Ballons im Himmel und eine erfolgreiche Aufführung, die von der größten Wüste im Südosten bis zum Land der fernen Osten tourte. Vergessen Sie nicht die Essenz der automatischen Puppen, das Herzstück von Krats Aufschwung, die größte aller Shows, erwartet Sie. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, in der Ausstellungsgalerie Folgendes zu sehen: Puppen der Zukunft, Mehrzweckpuppen, die wir nie in die Straßen waren, neue Butlerpuppen, besondere Ausstellungsgalerie, fernöstlicher Schatz. Sie sollten unbedingt dabei sein, wenn Sie diese Pracht sehen wollen. Aber das stimmt hier doch nicht. Also man konnte wie gesagt noch hoch, ne? Wir gehen jetzt erstmal hier unten gucken. Okay, Freunde. Wir sind leider schon bei 47 Minuten. Ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Und dann sehen wir uns, wenn es weitergeht hier im komischen Gruselkeller. Ciao!